Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123. Wer hätte das gedacht? Natürlich in unserem Vault 123. Und wir werden jetzt ein Feuer löschen. Echt, der Satz sollte eigentlich anders enden. Der sollte enden, wir werden irgendwas mit Quest machen. So, helft mal euren Kumpels hier. Das ist nur ein kleines Feuer, das schaffen sie. Ja, ich bin mir sicher, sie schaffen es. Das schafft ihr schon. Okay. Ja, da haben wir es doch. Geschafft. Also wir, unsere Bewohner, haben es geschafft. Und wir gehen jetzt auf Quest. Quest, Quest, Quest. Angekommen. Moment, sollen wir das andere Team losschicken? Ja, warum eigentlich nicht? Ah, das gucken wir uns später an. Das dauert immer ein wenig, bis wir uns da entschieden haben, liebe Welt da draußen. Wir werden jetzt Waltek rettet Weihnachten. Waltek rettet Weihnachten. So eher. Der Helfer des Weihnachtsmanns. Verbreite weihnachtliche Stimmung. Ist aktiv, begrenzte Zeit, okay. Der Weihnachtsmann ist verschwunden. Und wir können ihn nur zurückholen, indem wir Weihnachtsstimmung verbreiten. Na, da hätten wir doch Weihnachtskostüme unseren Elfen hier anziehen sollen. Wir betreten jetzt auf jeden Fall den Nordpol. Auf zum Polarexpress. Da dreht sich schon das Rad. Haha, die Helfer des Weihnachtsmanns. Sprich mit Aufseher Nikolas. Und wir haben ein Außenteam. Ich sehe, wir haben jemand Neuen hier drin. Warum ist das hier oben immer noch so? Jetzt ist es weg. Wir haben auf jeden Fall Albert Robinson, den kennen wir schon. Melissa White, wie schön, sie ist endlich mal wieder dabei. Sie müsste aber auch noch ein wenig an ihrer Special-Attributliste hier arbeiten, feilen. Ja, Albert Robinson nicht weniger. Er hat wenigstens Intelligenz. Heute klickt das hier nicht so richtig. Und Catherine Turner S. Sie sind ja alle nicht so ganz gut in ihren Special-Attributen, aber sie werden es schon schaffen hier drin. Denke ich, werden sie schon weiterkommen. Wir sollen also mit dem Waltek-Weihnachtsmann sprechen, mit dem Aufseher hier. Ha! Moment! Du bist nicht der Weihnachtsmann! Ja, richtig. Wie habt ihr das erkannt? Das ist das schlimmste Weihnachten aller Zeiten! Wir sind die Helfer des Weihnachtsmanns. Kommt schon, singt ein paar Weihnachtslieder mit uns. Wisst ihr was? Wir sagen dem Weihnachtsmann, dass ihr auf die Liste der unartigen Kinder gehört. Nein, sowas sagen wir nicht. Wir wollen singen. Singt. Okay, wir wünschen euch frohe Weihnacht. Wir wünschen euch frohe Weihnacht. Und wie geht's weiter? Ah, wir haben ein neckisches Kostüm. Wir haben ein neckisches Kostüm bekommen. Wie schön. Ja, richtig abgebogen. Genau. Und wir wären jetzt eigentlich schon fertig. Aber wir schauen uns hier in diesem riesengroßen Vault doch noch ein wenig um. Hier unten sind noch Räume. Und das war ja jetzt ein bisschen wenig. Vielleicht können wir unten noch etwas finden. Vielleicht können wir dem Vault hier noch etwas helfen. Hallo, ihr Helfer des Weihnachtsmanns. Wir waren dieses Jahr ein ganz artiger Vault. Sagt dem Weihnachtsmann, dass wir wirklich gerne ein paar neue Vault-Anzüge hätten. Oh, und ein paar Wasserchips. Nun, Wasserchips wird schwierig, ich kenne nur Kartoffelchips, aber wir versuchen's. Wir können antworten, der Weihnachtsmann kommt, aber ihr müsst an ihn glauben, sonst taucht er nicht auf. Nee, du kommst auf die Liste der unartigen Kinder. Wir nehmen das Erste, das hört sich nett an. Wir glauben an den Weihnachtsmann. Hier, gebt ihm das, wenn ihr ihn seht. Haha, noch ein neckisches Kostüm. Wie schön die Richtung stimmt. Und im letzten Raum, wir haben noch ein Vault, also, da steht noch jemand. Ich bin Aufseher Nikolas. Der Vault heißt euch herzlich willkommen. Selbst der Weihnachtsmann persönlich wäre stolz auf die Stimmung, die ihr verbreitet. Ihr habt euch etwas Besonderes verdient. Wie können wir uns erkenntlich zeigen?
Wir wollen die beste Waffe, die ihr im Vault habt. Na, bei der ganzen Weihnachtsstimmung könnten wir ein paar neue Outfits gebrauchen. Kronkorken. Kalte, harte Kronkorken. Zugegeben ist uns Belohnung genug. Zugeben ist uns Belohnung genug. So, wir brauchen nichts. Das ist aber großzügig. Viel Glück da draußen, ihr Helfer des Weihnachtsmanns. Jetzt haben wir uns wahrscheinlich um Kronkorken. Ah, nein, wir bekommen noch eine Wall-Tackle-Lunchbox. Ich darf nicht vergessen, bald bin ich zurück im Vault. Naja, du bist eigentlich schon im Vault, aber alles ist gut. Wir haben abgeschlossen. Das war mal eine richtig witzige und interessante Begebenheit hier. Also Ziele, sprich mit Aufseher Nicholas, erfüllt. Sprich mit den Bewohnern, erfüllt. Sprich mit den Bewohnern, erfüllt. Okay, wir wollen zurück. Die Helfer des Weihnachtsmanns. Quest abgeschlossen. Belohnungen. Wir haben eine Lunchbox bekommen und einen Elfenanzug. Keine Kronkorken, keine Nuka-Cola Quantum. Aber wir gehen zurück zum Vault mit dem Elfenanzug. Mit zwei Elfenanzügen eigentlich, oder? Wir hätten unten bestimmt nochmal was abstauben können. Aber ja, ich bin ja so ein bisschen auch oldschool, also... Ich erinnere mich da immer ganz gerne an Fallout 3 und New Vegas und da gab es ja noch das gute alte... Ja, sollen wir die mal gleich erreichen lassen? Ich bin so neugierig, was die Anzüge können. Da können wir bestimmt hier draufklicken, aber ich bleib neugierig. So, wir schicken sie mal sofort zurück. Ja, und bei den alten New Vegas und Fallout 3 gab es ja das Karma-System noch. Und das fand ich so gut. Und deswegen tun wir immer das Netteste, was man tun kann für die Leute. Wo sind unsere Leute? Da kommen sie schon. Sie sind aber langsam. Naja, der Schnee. Die Weihnachtsstimmung drückt auf das Gemüt. Eigentlich sollte sie das Gemüt etwas anhebeln. Aber sie gehen schon automatisch rein, denke ich. Ja, dann schauen wir doch mal in unser Lager, was diese Anzüge so alles können. Outfits. Elfenanzug bringt uns Intelligenz 3 und Glück 2. Okay. Ja, dann brauchen wir neben unserer Vault Promi, brauchen wir jetzt eine kleine Elfe. Schauen wir erstmal, wer jetzt Kaffee pausiert. Wer mag Kaffee lieber als Arbeit? Ah, da sind ja einige. Okay, das machen wir andersrum. Wir schicken sie mal direkt auf Quest. Quest, Quest, Quest. Oh, das war der falsche Button. Ja, wir haben ein Ziel. Rüste 16 Bewohner mit einer Waffe aus. Das könnten wir eigentlich fix machen. Und dann ein weiteres Ziel. Töte 6 Maulwurfsratten ohne Waffe. Wie sollen wir denn das schaffen? Und dann stelle 9 Outfits her. Das können wir, glaube ich, knicken erstmal, oder? Einer am Tag darf man wegklicken. Passe 7 Bewohner an. Passe 7 Bewohner an? Wie sollen wir denn das machen? Passe 7 Bewohner an? Passe? Passe. Ich passe. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich sollen wir ihnen die passende Ausrüstung geben oder so etwas. Nun, geplant war es, die Leute wieder 2 Teams loszuschicken auf Quest. Hier haben wir noch eine Weihnachtsquest. Oh, das ist die gleiche. Walltake rettet Weihnachten. Wir dürfen weiter Weihnachten retten. Okay. Verbreite weihnachtliche Stimmung. 8 Stunden dauert das gute Stück und Belohnungen bekommen wir. Mysteriöse Belohnungen. Stufe 9 und wir brauchen Waffen, die mindestens einen Schaden von 3 anrichten. Ja, selbst Raider brauchen etwas weihnachtliche Stimmung. Dann schicken wir mal unsere besten Leute dorthin. Wer sind unsere besten Leute? Auf jeden Fall jemand mit Hund. Mit Weihnachtshund. Ashley Bush, Ashley Bush, Ashley Bush ist gut. Und wir geben ihr mal ein Elfenoutfit. Ach, wie niedlich. Und dann wäre es noch gut. Albert Robinson ist gut. Und auch er bekommt ein Elfenoutfit. Haha. Und der nächste im Bunde wäre dann Amanda Coxcott zum Beispiel. Bruce Johnson, Olivia Bush, Melissa White, Catherine Turner S. Okay,
Sie ist die Nächste. Wir haben aber keine Elfen-Outfits mehr, aber wir haben noch Stimpacks für die Leute. Und Quest beginnen. Und das nächste Team darf auch wieder nach draußen. Mal sehen, was wir da Schönes haben für sie. Das Elfenoutfit, sehr schön. Ja, wir gucken auf jeden Fall auf die Stufe. Wir wollen es nicht übertreiben mit unserem Glück. Mal sehen, Stufe 22 könnte eigentlich klappen. Da haben wir sogar schon vier Quests gemacht. Oh, leuchtende Red Skorpione. Das ist nicht unser größtes Hobby. Aber wir bekommen scheinbar legendäre Rezepte dafür. Das wäre schon ganz schön. Ja, das ist jetzt egal. Die dauern alle so um die 4 Stunden. Also alle nicht. Hier ist noch einer mit 9 Stunden. Ein Auftrag. Aber... ja, sollen wir das machen? SOS? Nein. Ach komm, hier haben wir schon 4, dann machen wir das weiter. Rock them like a hurricane. Und heiße Jagd, töte den leuchtenden Red Skorpion. 4 Stunden dauert das Ganze. Belohnungen bekommen wir also ein legendäres Rezept. Eine unbekannte Waffe und einen Anzug, einen Outfit-Anzug. Wir brauchen 2 Bewohner, Stufe 22. Aha. Mal sehen, wie du dich gegen ein Nest von Red Skorpionen schlägst. Oh, und... mit nur 2 Leuten in deinem Team. Ja, dann nehmen wir natürlich die Besten, die wir da nehmen können. Das ist einmal unser Bruce Johnson. Schwupp. Und dann Melissa White, möchte ich sagen. Sie hat auch den Hund dabei. Oder Curiti Peterson ginge auch noch. Nehmen wir Curiti Peterson. Und geben mal ordentlich Stimpacks mit. Red Skorpione, na, ich weiß ja nicht. Sollen sie mal maximal alles mitnehmen, so. Und Quest beginnen. Ihr beiden Hübschen, ihr schafft das. Ja, dann bleibt nur noch der letztejenige, der da noch am Kaffee pausieren ist. Nein, 2 Leute sind. Melissa White ist noch... in der Kaffeepause. Moment, wir haben keine Stimpacks, das heißt, wir müssen dann doch erstmal noch ein bisschen warten, bevor wir sie rausschicken dürfen. Vielleicht können wir das hier unten mal etwas beschleunigen. 18%ige Unfallwahrscheinlichkeit und geschafft. Und vielleicht können wir das darunter auch beschleunigen. 13%iges Unfallrisiko und geschafft. Damit sieht es schon mal etwas besser aus für Melissa White. Dann müssen wir sie nicht ganz nackt rausschicken. Melissa White, raus mit dir. Sie muss ja nicht so lange erkunden, also bekommt sie erstmal nur 5. Erstmal nur 5 von diesen mysteriösen Stimpacks und Redaways. Schafft ihr das? Schafft ihr das? Schafft ihr das? Warum seid ihr nur noch zu dritt hier? Da stimmt doch was nicht. Ihr solltet viel mehr hier drin sein. Ja, tatsächlich. Viel mehr. Einer mehr solltet ihr sein. So, Olivia Bushcox. Was macht die Gute denn? Sie ist eigentlich guter Dinge. Und sie darf dann raus. Eigentlich könnten wir sie auch trainieren lassen. Aber nein. Da schicken wir andere Leute rein. Erkunden. Ja, da wir jetzt im Moment ein bisschen knapp sind mit Stimpacks, versuchen wir hier doch nochmal den Tempomodus und hoffen das Beste. Bei 28%, ja, die Gesamtmoral ist nicht hoch genug. 84% Gesamtmoral, da kann schon mal passieren, dass hier Red Kakerlaken einziehen. Also gut, ja, was wir in der nächsten Folge dann machen können, ich sehe auf die Uhr und sehe, dass wir schon wieder am Ende sind der Folge. Aber was wir in der nächsten Folge machen können, wir können hier noch verteilen ein paar Waffen und natürlich die Räume nochmal neu bestücken. Unser größtes Hobby, die Leute trainieren lassen. Nicht arbeiten, immer fleißig trainieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.